Hallo Medienbord, hier ist Erik Schmidt und ich grüße euch. Bei Story of Berlin spiele ich Cleo, eine Frau, die Traumatisches erlebt hat in ihrer Jugend und jetzt als Erwachsene quasi sich entschlossen hat, ihre Emotionen einzufrieren, bis sie irgendwann die Chance bekommt, auf eine Schatzsuche zu gehen und die Möglichkeit sieht, all die Fehler von damals, diese vermeintlichen Fehler, rückgängig zu machen. Wir spielen auf dem Teufelsberg, wir rennen durch Berlin, Cleo, die irgendwie mit historischen Figuren reden kann und so. Also es ist ein sehr fantastischer Film. Es gibt einfach einen wahnsinnigen Untergrund in Berlin. Und den mal wirklich zu entdecken, das war für mich klar, dass es ein wesentlicher Teil sein muss, weil ich wollte halt diesen Film, der letztendlich psychologisch funktioniert. Diesen Teil von dieser Stadt wollte ich erzählen. Ansonsten drehen wir wirklich auch unterm Teufelsberg. Das war von Anfang an der Traum und die Wunschvorstellung. Und da dürfen wir an Orte, wo bisher noch kein Filmteam hin durfte. Die Hauptrolle in diesem Film spielt natürlich Berlin und die Geschichte. Und daraus bedienen wir uns. Und das war eine schöne Gelegenheit, der Stadt näher zu kommen.